Hallo miteinander, schönen guten Mittag. Da ist wieder die Ruth Achillier-Foser, dein Coach für mehr Lebensqualität. Die Tage haben wir es ja immer, ja, im Grundsatz immer, nicht nur diese Tage. Wie mache ich, dass es mir gut geht, dass ich nicht in einen Burnout reinlaufe? Ich habe euch gebeten oder dich gebeten, der jetzt zuschaut, beobachte mal, was dir bei den anderen für Veränderungen auffallen. Und wenn du jetzt heute mehr wissen möchtest, wo das Ganze eigentlich anfängt, der Stress, nämlich zu Hause, dann bleib jetzt bitte dran. Ich habe ein paar Tipps für dich und du weißt, Daumen nach oben, ein Kommentar, ein Like, meinen Kanal abonnieren, hilft, dass andere diesen Beitrag auch sehen können. Und zum Thema heute, Stress fängt zu Hause an, da kann ich wirklich aus Erfahrung reden. Wenn du in einer Bilderbuchfamilie lebst, im Sinne von Papa managt auswärts, bringt das nötige Geld und Mama managt zu Hause, alles im Griff, keine Probleme, dann ist das wahrscheinlich nichts für dich. Grundsätzlich aber heute ist es ja ein bisschen anders. Ich spreche jetzt diejenigen an, die beide arbeiten gehen. Haben Kinder, gehen arbeiten. Arbeiten heißt ja nicht zwingend, dass man es nur wegen Geld machen muss. Die Gründe sind da sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich gehe es davon aus, beide gehen arbeiten. Und die Ansprüche sind sehr hoch. Jeder braucht sein Auto, jeder braucht sein Handy, jeder braucht alles mehrfach und bitte alle Must-Haves dazu. Das ist mal der erste Gedanke, wo kann ich da reduzieren? Meistens herrscht Streit. Es gibt zwei Dinge, über die wird in jeder Familie oder in jedem Paar gestritten. Das heißt, wir streiten über Sex und über Geld, aber es wird nicht darüber geredet. Jetzt gehen wir davon aus, da hat es noch Kinder, dann gibt es Geldmangel, dann gibt es Zeitmangel, dann gibt es Mangel an Qualitätszeit für das Paar. Üblich Kinder in die Kita, dann werden sie abends rumgekarrt von einer Ecke zur anderen. Wenn man Glück hat, dann wird noch zusammen Nachtessen eingenommen, es wird noch genossen. Vielfach höre ich aber meine Klienten, es ist dann einfach nur noch, es lebe der Kühlschrank. Was das macht, muss ich euch auch nicht wirklich explizit erzählen, weil wenn ich so in die Schulen reinhöre und man sagt im Allgemeinen, es hat ein Mensch von 1000 ein Problem. Das heißt, wirklich ein Problem und braucht vielleicht wirklich dieses Ritalin. Es sitzt aber in jeder Schulklasse, sagen wir mal von 20, 25 Kindern sitzen 5, 6, die dieses Zeug einnehmen. Was bitte stimmt da an dieser ganzen Geschichte dann nicht? Was ich euch anbieten kann, ist ein Familienrat. Denn die Lebensschule Nummer 1, das ist das Zuhause. Familienrat geht aber nur dann, wenn ihr sich euch gewohnt seid, wenn ihr täglich arbeitet und zusammen Nachtessen einnimmt, dann ist das relativ einfach. Wenn das aber nicht so ist, dann ist der Familienrat ein sehr, sehr gutes Instrument, das wirklich ja, auch durchzuziehen. Einmal in der Woche einen fixen Termin. Ist gar nicht einfach, ich weiß. Dann wird darüber gesprochen, über die Schule, weil es ist auch so ein Thema, Schule und Elternhaus, Dauerstress oder Bereicherung. Wer hat welche Aufgaben? Wer bekommt wie viel Taschengeld, inklusive Eltern und Kinder? Wo gehen wir in Urlaub? Was tun wir am Weekend? Das Weekend ist so eine Geschichte, wenn da der Altersunterschied zu groß ist, wie bei meiner Kollegin, die hatte jeden Sonntag, gab es Streit. Der Kleine war zu klein für ins Kino und der Große kannte jedes Tier im Zoo schon mit dem Namen und wollte dann nicht mehr hin. Also was tut wer wann? Ah, da habe ich einen Zuschauer. Hallo Uwe.
Und mein Angebot ist dieser Familienrat. Ich mache den für Vereine. Das ist dann so eineinhalb bis zwei Stunden ein Vortrag. Gibt es selbstverständlich als Workshops. Das ist immer alles so eine Frage, wo bist du zu Hause? Was ist dein Zugang? Ich komme selbstverständlich auch zu euch nach Hause. Und wenn jetzt irgendjemand zuschaut, der sagt, ah, okay, wir sind eine Patchwork-Familie, das ist auch ein anderes Thema. Weil da kann ich auch ein Lied singen. Ich hatte eine Patchwork-Familie. Und es ist alles so eine Frage der Betrachtung, je nachdem, wie man es dreht. Wir als Paar hatten keine Probleme. Die Probleme kamen mit unseren Kindern, weil die einfach von zwei unterschiedlichen Paaren erzogen wurden. Also da gibt es nochmal einen Punkt mehr dazu. Aber Stress ist ganz klar, der fängt zu Hause an, bei dir, nicht beim Kollegen. Ja, der bringt vielleicht die Energie mit ins Büro, aber zu Hause ist das, was du hinschauen musst. Und zwar hinschauen musst, bewusst werden, was da ist. Und wenn du dir bewusst bist, dann kannst du auch was dagegen unternehmen. Du kannst einem Burnout vorbeugen. Es bringt nichts, wenn du es ins Büro trägst oder wenn du abends regelmäßig dir, ich sage dann immer, die Lampe füllst. Oder zu Hause nur noch Streit herrscht und die Kinder schon muttertaub werden, weil die nonstop irgendwas, ja, man klatscht sie um die Ohren. Habe ich gestern schon erzählt mit dem Schulranzen, weil der immer da liegt, weil das Kinderzimmer nicht aufgeräumt ist. Was ist aber, wenn du als Paar, als Person das Vorbild nicht bist für deine Kinder? Du musst es ihnen vorleben. Und vorleben heißt auch ein Paardate, mit das Paar miteinander reden. Das ist dann ein Video wert für einen späteren Zeitpunkt. Aber nochmal, du möchtest was ändern in deiner Familie mit deinem Stress, wo der fängt nämlich bei dir an. Und du weißt, Oma hat immer gesagt, wisch erst vor deiner Türe. Dann melde dich jetzt. Du kannst dir eine Barsbehandlung gönnen bei mir. Du kannst einen Barskurs machen. Du kannst in deinem Verein den Vorschlag bringen, ob man mal so einen Familienrat, Vortrag oder Workshop machen soll. Wie immer, ich bin bereit und glaub mir, ich weiß, von was ich rede, was Lebensqualität ist. Und von mir bekommst du wirklich mehr. Bin pragmatisch, nicht dramatisch. Auf den Punkt und bis morgen wieder. Tschüss. Hat mich gefreut, dass du da warst.